Also wenn die Verstärkung daran liegt, dass wir einen unserer besten Spieler seit 2 Jahren abgeben, dann weiß ich nicht, dann habe ich damit ein Problemchen. Das ist einfach so. Ja, und wenn ich jedes Mal solche Spieler dann abgebe, dann ist das für mich nicht der richtige Weg, ihn abzugeben, um dann einen Stürmer und dann einen Sechser zu holen und weiß ich was. Das ist einfach aus meiner Sicht ist das nicht der richtige Weg. Und deswegen, und ich wurde ja aus meiner Sicht gefragt, möchte ich nicht, dass Lubi im Winter geht. Mein Ziel kann ja nicht sein, jedes Jahr Substanz zu verlieren, um dann immer wieder gegen den Berg anzulaufen. Das funktioniert nicht auf Dauer. Wir können ja gerne noch mal durchgehen. Die letzten 3 Jahre oder die letzten 3 Sommer, was alles gegangen ist. Das sind 8 Stammspieler gewesen. Dazu kommen noch Spieler, die nicht nur Stammspieler waren, sondern die vielleicht auch wichtig in dieser Mannschaft waren. Es kann nicht sein, dass wir immer wieder die besten Spieler, die teuren Spieler abgeben, um dann zu holen, um dann zu sagen, wie soll ich sagen? Also ich gebe ja nicht den besten Motor ab und will dann ein VW, eine Formel 1 gewinnen. Das tue ich nicht. Der Weg muss sein, mit Lubi trotzdem gucken, dass wir die ein oder andere Verstärkung kriegen. Das muss der Weg sein. Und am Ende sage ich es jetzt mal ganz höflich, wenn kein Geld da ist, muss welches besorgt werden. Jetzt sage ich es mal ganz deutlich. Weil, also in dieser Stadt, in diesem Verein muss es möglich sein, anders zu agieren als das, was wir im Moment machen. Und das habe ich bisher noch nicht so deutlich gesagt, aber wir kommen jetzt langsam in eine Situation rein, wo es nicht sein darf, dass wir unsere besten Spieler abgeben, um uns dann zu verstärken. Weil da ist ja dann, also wo ist da die Verstärkung? Und deswegen hoffe ich, dass Lubi nicht geht. Wird Also das sein ich hab mit Lubi gesprochen und Lubi sagt ganz klar, er sieht sich in Köln.